Moin Leute, willkommen zurück zu den PS-Tipps. Heute im Alltag müssen wir immer mehr Gas geben, darum soll es einmal heute um die Fahrpedale gehen. Früher ging das auf ganz einfache Weise, da war das Pedal verbunden mit so einem Bowdenzug. Heute geht das alles über Drive-by-Wire, das heißt elektronische Fahrpedale. Wie wir die ausbauen, wie wir die einmal testen und warum wir diese Systeme überhaupt benutzen, das wollen wir uns heute einmal anschauen. So, jetzt sind wir hier im Fahrzeug. Unser Kameramann hat mir einmal sein Licht geliehen, damit wir auch sehen können, was wir hier machen. Pedal habe ich einmal freigelegt. Jetzt können wir auch die Steckerverbindung hier sehen. Wenn wir die Spannungsversorgung und die Masseleitung prüfen wollen, schalten wir einmal die Zündung ein. Sofern wir dann die Pinbelegung auch kennen, können wir unser Multimeter anschließen und hier an der Versorgungsleitung auch die 24 Volt messen. Wenn wir mal Probleme mit der Spannungsversorgung haben sollten, auf jeden Fall auch nochmal die Masseverbindung durchprüfen. Das heißt, hier einen der Massepins anpinnen ans Multimeter. Jetzt gehe ich einmal auf den Durchgangsprüfer. Und mit der zweiten Probe gehe ich irgendwo an die Karosse. Jetzt piept er auch und hat uns auch einen niedrigen Widerstandswert angezeigt. Das heißt, hier scheint kein Problem vorzuliegen. Bei solchen Prüfungen, diese Durchgangsprüfung, vergewissert euch aber vorher bitte genau um die Pinbelegung, damit hier auch keine Schäden entstehen, weil wir hier nicht nur eine Spannungsprüfung machen. So, jetzt sind wir wieder am Werkzeugwagen. Wir haben ja einmal mit dem relativ wüsten Aufbau hier simuliert, wie das Fahrpedal im Fahrzeug funktioniert. Das heißt, angefangen mit der Spannungsversorgung, 24 Volt, das ausgebaute Pedal mit den Kabelverbindungen und hier am Oszilloskop lesen wir die Ausgangssignale vom Pedal aus. Das heißt, wenn ich das einmal hier anhalte, sehen wir zwei gegenläufige Signale, die dienen der Absicherung des Pedals. Das heißt, wenn eins mal ausfallen sollte, können wir im Notbetrieb immer noch weiterfahren. Lasse ich das jetzt laufen und betätige das Pedal, sehe ich, dass sich das Antastverhältnis, die Signalbreite ändert. So liest sich das Steuergerät dann die entsprechende Last für das Fahrzeug aus. Wenn ich jetzt einmal simuliert einen Fehler aufschalte, indem ich einen Widerstand gegen Masse an ein Signal ansetze und das einmal anhalte, sehe ich, dass das eine Signal im Kanal 1 stark eingebrochen ist. Das würde auf jeden Fall zu einem Fehler führen. Das Fahrzeug springt in den Notlauf. Hier müssen wir auf jeden Fall Abhilfe schaffen. So, als weiteres Beispiel habe ich hier noch ein anderes Pedal aufgebaut. Hier ist der Ausgangspegel analog, das heißt, entsprechend der Pedalstellung, die ich hier vorgebe, ändert sich auch der Spannungspegel am Ausgang. Diese PWM-Signale, die wir eben schon gesehen haben, und diese analogen Ausgänge, die kann ich auch mit Multimeter prüfen. Je nachdem, wie ich das Pedal stelle, habe ich unterschiedliche Spannungspegel anliegen. Falls ihr zu den Funktionsweisen, zu den Prüfmöglichkeiten, zu den ganzen Pedalen irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall an unseren Helpdesk wenden. Neben den unterschiedlichen Ausgangssignalen haben wir, wie wir hier sehen können, auch unterschiedlichste bauliche Designs. Die beiden haben wir schon gesehen. Wir haben eine recht ausgefallene Version mit zwei Hebeln. Was wir hier noch haben, sind ein Pedal mit zwei außen angeschraubten Sensoreinheiten. Falls die mal defekt sein sollten, haben wir die Austauschsensoren auch im Sortiment. Weiter, was die ganzen Steckerverbindungen angeht, sollten die mal beschädigt sein und nicht mehr in Stand zu setzen sein, haben wir auf jeden Fall noch die entsprechenden Reparatursätze dafür im Sortiment. Abschließend bleibt noch die Frage, warum machen wir das Ganze? Warum keinen einfachen Bowdenzug mehr? Warum dieser scheinbar komplexe und störungsanfällige Aufbau mit den ganzen Kabeln und den ganzen Signalen? Stichwort ist hier Kennfeld. Dieses Kennfeld bezieht am Fahrzeug die unterschiedlichsten Sensorwerte, wertet die gegeneinander aus. Dazu zählen zum Beispiel Motordrehzahl, Motortemperatur, Ladedruck, Außentemperatur zum Beispiel, um für eine optimierte Motorleistung und Motorlauf zu sorgen. Dazu zählen auch Kraftstoffreduzierung und ganz wichtig heutzutage die Einhaltung der aktuellen und immer strenger werdenden Emissionsklassen. Dazu zählt eben auch unser Fahrpedal, denn die Last am Fahrzeug ist ein Einstellwert und ein Kennwert, den das Kennfeld mit auswertet. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.